Hallo, Luisa Dobrisch, Ringana Frische Partnerin. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich denn da? Ich heiße Nils Maximilian Bartels und ich habe euer Zeug verwendet. Was hast du denn verwendet und was... Steht hier drauf für Mama, also für Women, für Frauen und einmal für Männer. Ja, hast du bei der Mama und deinem Papa im Badezimmerschrank? Nee, da stand in der Küche. Das ist, also als Brotaufstrich ist es jetzt nicht so. Moment, aber wir haben ja gar keine, also wir haben ja Kosmetikprodukte. Wir haben ja gar keinen Brotaufstrich. Na, stand in der Küche, deshalb habe ich das als Brotaufstrich genommen. Oh, ja, aber das ist doch die Gesichtspflege. Ich habe das als Brotaufstrich genommen. Ich habe mich schon gewundert. Schmeckt nicht so, aber es rutscht gut. Das habe ich gedacht. Ganz schön teuer als Brotaufstrich. Ja, weil es nicht dafür gedacht ist. Oh, jetzt habe ich beides leer gegessen, weil ich gedacht habe, das andere schmeckt vielleicht auf dem zweiten Brot. Ist ja manchmal so, dass es beim zweiten Mal besser schmeckt. Ja, nee. Oh Gott, da wird die Mama sich freuen. So, und dann hat sie noch was für die Augen. Was ist denn das? Na, das ist die Augencreme. Wie schmeckt denn die? Die habe ich selber noch nicht probiert. Die habe ich noch nicht gegessen. Nee, das solltest du auch nicht tun. Dafür ist sie auch viel zu teuer zum Essen. Obwohl, da ist ja Haselnuss drin, habe ich gelesen. Nee, da ist Zaubernussextrakt vom Zaubernussbaum. In der Augencreme? Natürlich. Für was ist denn da das Zeug von einem Baum? Die wirkt abschwellend. Ach so, ich dachte für das optimale Brett vom Kopf. Nee. Nee. Das gibt jetzt bestimmt Geschimpftes, weil ich das aufgegessen habe. Deine Mama soll mich mal anrufen. Ja. Da finden wir dann bestimmt eine Lösung. Oder kannst du uns vielleicht anrufen? Ich kann euch auch anrufen. Dann brauchst du sicher nochmal die Telefonnummer, ne? Gib sie mir am besten nochmal, dann kann ich das mit deiner Mama dann alles besprechen. Okay, das wäre dann hier eine Nummer vom Radio. Oh nein. Otto. Oh Gott. Guten Appetit weiterhin. Danke.